Hallo. Ja, hallo meine Lieben, ihr Lieben, die Fahrzuseher hier bei diesem Video zu meinem Experiment 30 Tage Pflanzenkost roh oder gekocht. Heute habe ich den 14. Tag und hier auf YouTube bringe ich ja eine wöchentliche Zusammenfassung dieser Angelegenheit. Ja, es geht mir an und für sich recht gut. Das ist immer dann, wenn man so da sitzt und ja, dann ist natürlich alles in Ordnung. Aber es war natürlich die Woche nicht immer alles so wunderbar. Was jetzt auf jeden Fall wunderbar ist, dass ich hier draußen sitze in der freien Natur, mich die Sonne zwar etwas blendet, anders geht es vom Licht ja auch nicht. Ich kann ja nicht gegen das Licht filmen. Aber die Sonnenstrahlen sind einfach wunderbar herrlich und wir wissen ja, das ist natürlich für unsere Gesundheit, für unsere psychische Gesundheit, für unsere körperliche Gesundheit essentiell, dass wir, wenn immer geht, auch Vitamin D3 bilden können, auch wenn das jetzt natürlich nur sehr, sehr eingeschränkt ist, empfinde ich diese Sonnenstrahlen natürlich als unglaublich wohltuend, gerade auch in der jetzigen Zeit. Wir in Österreich haben zwar einen sogenannten harten Lockdown und sollten an und für sich ja nur noch für gewisse Ausnahmen rausgehen. Eine Ausnahme ist eben auch etwas für seine Psyche zu tun, hinauszugehen, sich zu bewegen in die freie Natur. Das mache ich auch hiermit. Das kann ich im Endeffekt ja auch den ganzen Tag so tun. Ja, und das ist halt gut. Das ist gut, und es ist tausendmal besser, als irgendwelche Pillchen zu schlucken oder auf irgendwelche Impfungen zu warten, die jetzt zwar nicht unbedingt das Thema sind, aber natürlich mit Gesundheit auch zu tun haben und die mich eben auch jetzt natürlich, oder das Thema, das mich natürlich auch jetzt beschäftigt, ja, 14 Tage sich nur pflanzlich zu ernähren, mit ein paar ganz klitzekleinen Ausnahmen. Das macht natürlich auch den Kopf wieder freier, das merke ich sehr wohl. Ich werde einfach wieder klarer, auch in dem, was ich mache. Ich spüre einfach wieder viel besser in mich hinein und bin nicht so in einem Hamsterrad gefangen. Arbeit, Stress mit Corona, Stress mit Videos, Stress mit dem und mit diesen und jenen und sondern es wird einfach alles wieder etwas heruntergefahren oder ich fahre wieder etwas herunter und das spüre ich natürlich und bekomme natürlich auch einen anderen Zugang wieder zu dieser ganzen Corona-Angelegenheit. Und ich kann hier bezüglich einfach nur eins sagen: Selbstverantwortung. Es muss jedem klar sein und es wird auch mir immer wieder klar, auch wenn ich seit Jahren über Selbstverantwortung rede, gerade in der Gesundheit. Am Sterbebett ist keiner da, der die Verantwortung für deinen oder für meinen Tod übernimmt. Ja? Da wird keiner sagen, oh, es tut mir jetzt wirklich leid, ich bin dafür verantwortlich, dass du jetzt gehst, ja? Sondern das sind wir. Das sind wir, das übernimmt niemand für uns. Was natürlich dann auch klar ist, dass wir die Verantwortung auch jetzt im Leben übernehmen müssen, weil später dann macht es ja auch keiner. Ja, da macht es auch keinen. Drum ist es einfach gut, dass wir darauf schauen, dass wir jetzt unsere Bedürfnisse erfüllen, auch wenn die Rahmenbedingungen es erschweren oder diesbezüglich einfach nur Angst machen. Es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ja, wie geht es mir so in dieser Zeit, jetzt vor allem auch in der letzten Woche? Das, was bei mir so ein bisschen oder nicht ganz so einfach ist, ich bin jetzt auch nicht so der Wahnsinnskoch. Ja? Man sollte sich ja da auch immer wieder etwas zubereiten, das ein bisschen Abwechslung bringt.
denkt man sich halt zumindest. Aber ich muss sagen, es funktioniert so ganz gut, intuitiv, dass ich halt natürlich mich auf das konzentriere, was natürlich in erster Linie pflanzlich ist und das entweder in Smoothie-Form zu mir nehme oder eben auch koche, ja, was ich bisher so gemacht habe. Vor 2 Tagen habe ich mir einen elektrischen Wok zugelegt. Den habe ich beim Einkaufen gesehen, hat mich mal interessiert, gefesselt und dachte mir, das ist vielleicht eine Möglichkeit, sich einfach auf einfachere Weise immer wieder etwas herzurichten, vor allem eben auch Pflanzliches. Und das funktioniert super gut, weil das so einfach geht mit dem Ding. Ich werde dazu einfach ein paar Bilder bei kurzen Ausschnitten einfach einspielen. Ja, und sonst ist natürlich immer wieder so das Gefühl da, das ist klar, ja. Das Gehirn hat ja immer noch die Erinnerung da, ja, etwas von dem, etwas Süßes, etwas Salziges, vor allem was bei mir halt gefährlich ist, Brot, ja, vor allem Brot, ja, hier schnelle Kohlenhydrate, das ist immer wieder so, was in meine Gedanken kommt und was natürlich die Woche schon unglaublich war, weil das sehr, sehr selten an und für sich vorkommt und schon gar nicht zweimal. An meinem Arbeitsplatz in Salzburg gab es 2-mal die Möglichkeit, zum Mittag unglaublich zu föllen und zu jausen. Das heißt, einmal hat unser Oberchef eine Jause bezahlt für alle Mitarbeiter und dann hatten 2 Kolleginnen Geburtstag, die eben auch eine Jause auf den Tisch gestellt haben. Na, da bin ich dann schon da gesessen und habe mir gedacht, okay, muss das ausgerechnet jetzt sein, wenn man sich so vorstellt, da liegt frisches Brot, da liegt Butter, da liegen die verschiedensten Arten von Käse, natürlich auch Wurst, Schinken und ich weiß nicht, die eine oder andere Tomate, etwas Paprika, das war schon auch da, aufgeschnittene Gurken. Also ich durfte mich dann von diesen Dingen, also von den Tomaten, Paprika und Gurken ernähren und hatte ja schon auch mein eigenes Essenspackerl mit dabei. Ja, und das andere, was natürlich auch unglaublich auffällig ist, das ist, es verändert sich natürlich alles im Darm, ja, das merkt man vor allem, wenn man auf die Toilette geht, ja, das ist klar, was man vorher so in sich hineingestopft hat, vor allem die Dinge, die da so unglaublich lange drin bleiben, Fleisch, ja, diese raffinierten Kohlenhydrate, das bleibt ja stundenlang, ja, teilweise sogar 1-2 Tage alles in unserem Körper, im Darm, bis es dann mal mühevoll ausgeschieden wird, das hat sich natürlich massiv verändert. Ja, das Klogehen ist kein so großes Thema mehr. Ja, da geht man einmal flux und man spart auch unglaublich viel Klopapier. Also hier ein kleiner Tipp an die Menschen, die da wieder hysterisch mit Klopapier werden und die offensichtlich sehr viel Klopapier brauchen, Ernährung umstellen. Und du brauchst vielleicht noch 1/5 des Klopapiers von vorher. Nur so ein kleiner Tipp. Also hier verändert sich natürlich darmmäßig sehr, sehr viel. Das ist sehr angenehm. Ich habe ja da in den letzten Zeiten schon Schwierigkeiten gehabt, musste immer wieder mal aufs Klo gehen, habe schon immer wieder dran gedacht, dass das eventuell schon in die Richtung eines Reizdarms gehen könnte, ja, obwohl ich diese Diagnosen gar nicht mag, aber es hat mich immer wieder gereizt, musste immer wieder mal aufs Klo und das ist jetzt einfach auch vorbei. Also das hat einfach schon massive Vorteile. Wo merke ich es denn körperlich noch? Mir fällt auf jeden Fall auf, dass die Fingernägel wieder sehr, sehr schnell wachsen und vor allem auch sehr schön wachsen, nicht so unglaublich schnell brechen, weil ich bin ja Gitarrenspieler und habe auf der rechten Hand immer etwas längere Fingernägel, obwohl ich sie mir jetzt vor kurzem ganz abgeschnitten habe, weil ich einfach sehen wollte, wie schnell das wieder nachwächst. Ja, und das Weiße da sieht man, das
flutscht ziemlich flott. Ja, mit den Haaren kann ich es noch nicht so sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass meine Haare auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei sind. Ja, die hätte ich mir auch immer gern voller vorgestellt. Die sind auch ziemlich ausgedünnt. Aber das wird natürlich auch nicht so wahnsinnig schnell gehen. Was bei mir schon auch immer sehr auffällig war, das letzte Jahr, sage ich jetzt mal, mir hat immer wieder mal der Fuß wehgetan. Ja? Unten links, ja, das ist eine Stelle, und aus meiner Sicht ist das wohl eben auch einem übermäßigen Zuckerkonsum geschuldet. Das heißt, hier macht sich schon so eine leichte Gicht breit. Ja, das habe ich früher schon immer wieder gemerkt, wenn ich es einfach übertrieben habe und wenn ich dann wieder meine Ernährung umgestellt habe, hat sich das geändert. Ja, da spüre ich eine leichte Verbesserung, auch noch nicht so wahnsinnig viel, aber ich merke, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es wird sich da einfach wieder viel einpendeln. Ja, der Blutzucker wird runtergehen, der wird sich einfach auf ein sehr gesundes Maß einpendeln. Also da passiert einfach unglaublich viel auf dieser körperlichen Ebene. Ja, ob man jetzt Symptome hat oder weniger, es wird sich einfach hier sehr vieles wieder einpendeln. Ja. Womit unterstütze ich das Ganze eben auch noch, ist mir auch wichtig hier mitzuteilen. Es ist nicht nur die Ernährung, ja, wenn man sich eben pflanzlich ernährt, dann wird einem ja immer wieder gesagt, ja, was ist mit Vitamin B12, ja, da hast du dann einen Mangel oder du hast dort und da einen Mangel. Ich gleiche das natürlich aus, indem ich jetzt einfach wieder gezielt Vitamin B12 zu mir nehme. Das wäre das Erste. Das Nächste ist, ich nehme täglich die Sangokoralle, das heißt Magnesium und Calcium im richtigen Verhältnis. Ich nehme Flohsamenschalen in der Früh. Das ist so das Erste, was ich trinke, das sich im Darm schön eben ausbreitet und dafür sorgt, dass hier alles schön ausgeputzt wird. Das Nächste ist dann, was ich nehme, Zeolit, ja, damit hier eben auch die Gifte, die natürlich auch jetzt vermehrt ausgeschieden werden, hier eben auch ausgeschieden werden. Das ist auch das, was mir schon auffällt. Manchmal schaue ich also ein bisschen nicht so wahnsinnig gesund aus im Gesicht. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass hier jetzt auch körperlich einiges abgeht und viel Entgiftungsprozesse hier einfach auch stattfinden im Körper und die natürlich manchmal das Ganze etwas überfordern können, was sich dann natürlich in der Haut, ja, unserem größten Ausscheidungsorgan natürlich auch wieder widerspiegelt. Ich bekomme dann das eine oder andere Wimmel hier oben oder an Stellen, die ich jetzt lieber nicht herzeige. Also das sind Dinge, die passieren gerade, aber da weiß ich natürlich, das sind gute Prozesse, das sind normale Prozesse, sind nur Anzeichen dafür, dass hier einfach auch was passiert. Ja, was ich natürlich täglich nehme, das ist OPC, das ist unglaublich wichtig, das brauche ich wie die Luft zum Atmen. Nein, ist ein bisschen übertrieben, aber ich merke es, wenn ich es nicht nehme. Und natürlich unterstütze ich jetzt auch mit der einen oder anderen größeren OPC-Dosis meinen Körper dadurch, dass die Blutbahnen, dass das Blut leichter fließt, dass eben alle Schlacken, alle Giftstoffe hier leichter aus dem Körper transportiert werden. Wobei es natürlich auch ein super gutes Antioxidant ist. Das ist auch klar. Ja, ich denke, das ist so im Augenblick das, was ich jetzt hauptsächlich nehme. Womit ich auch jetzt noch ein bisschen anfangen werde, ist die Alpha-Liponsäure, weil die auch super, super gut ist, auch zum Entgiften, die auch dafür sorgt, dass der Körper hier auch wieder besser unterstützt wird, und zusätzlich ist es noch eins der besten Antioxidantien. Ja, genau, eins habe ich vergessen, ich nehme ein Basenpulver, zurzeit kein Natron, ja, sondern ich nehme ein Basenpulver, das mich hier eben auch unterstützt, hier eben auch die Basen hier zusätzlich zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass die nötigen Mineralstoffe in meinen Körper hineinkommen.
Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt einfach noch von der letzten Woche ein paar Bilder von den Videos, die ich ja täglich auf Telegram hochgeladen habe. Gibt es auch einen kleinen Zusammenschnitt. Ansonsten, ja, besucht mich auch auf Telegram und abonniert vielleicht den Kanal auch dort, weil da bin ich Tag für Tag präsent. Da seht ihr halt noch so die Einzelheiten mehr und vieles halt auch so aus meinem Leben, was da so routinemäßig halt alles so abläuft. Ja, so sieht bei mir mittlerweile ein Einkauf aus. Da liegt ja nur noch Pflanzliches am Tisch. So, was haben wir da alles? Wir haben links etwas grünen Salat, natürlich Bio-Qualität, dann haben wir Brokkoli, auch Bio, zwei Bio-Bananen, genau, das sind mal so die gröberen Inhaltsstoffe. Dann haben wir da links das Kokosöl, das ich auch in reichlicher Menge dazugebe. Hier haben wir Hanf-Bio-Samen, natürlich gemahlen, dann etwas Zitrone, ja, das gebe ich auch dazu, damit das Ganze länger frisch bleibt. Ja, natürlich kommt dann auch dementsprechend Wasser hinzu, meine Lieben. So schaut mein Smoothie für den heutigen Tag aus. So, Dala, das war's dann auch schon wieder. Jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Aber was natürlich auch klar ist, wenn wir uns vorwiegend oder in erster Linie jetzt pflanzlich ernähren, dann haben wir natürlich eine basenüberschüssige Ernährung. Das ist auch klar. So, das schaut heute mega grün aus. Ja, es schaut gar nicht so schlecht aus, beziehungsweise schaut eigentlich ziemlich gut aus. Also ausschauen tut es auf jeden Fall sehr gut. Soll man sagen, wenn es nur halbwegs so schmeckt, wie es ausschaut, bin ich schon zufrieden. Wenn es noch besser ist oder wenn es so gut schmeckt, wie es ausschaut, dann ist es natürlich super. Und jetzt machen wir uns eine nette Gemüse, weiß nicht, Pfanne oder wie immer das heißt, mit. Alles Liebe von meiner Seite. Habt noch einen wunderbaren Tag heute. Euer Gio. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus.